Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Nächste Woche Sonntag ist schon Muttertag und ich habe, muss ich dazu sagen, fast vergessen, eine Torte für meinen Kanal zu backen. Zum Glück habe ich meine Zuschauer noch dran erinnert. Hier ist die Torte. Es gibt auch schon ein Rezept in diesem Jahr, das habe ich gestern auf dem Interspar-Kanal hochgeladen. Da gibt es nämlich eine Schachbrett-Torte, die sieht auch richtig toll aus und mit einer ganz tollen Spritztechnik. Hier habe ich jetzt eine Torte ohne Fondant. Meine Zuschauer durften nämlich abstimmen, ob mit oder ohne. Deswegen habe ich kurzfristig den Plan nochmal umgeschmissen. Ich habe hier eine Himbeertorte, im Innern die Himbeercreme, außen eine weiße Ganache und hier eine ganz tolle Spachteltechnik und das Ganze dann mit Früchten dekoriert. Die Torte ist wirklich super erfrischend, freut sich bestimmt auch die Mama darüber. Ich muss aber auch dazu sagen, ich backe das ganze Jahr für meine Mama. Ich glaube, es ist dann gar nicht so was ganz Besonderes mehr, wenn ich zum Muttertag was backe. Aber die freut sich das ganze Jahr darüber und trotzdem feiern wir gemeinsam Muttertag. Ich bin jetzt auch dabei seit 8 Jahren mit Samira und ich freue mich auch, wenn Samira mir mal später was backt. Ich zeige euch jetzt zuerst aber einmal den Teig. Da habe ich nämlich eine Rührmasse und die ist auch super einfach in der Herstellung und sehr, sehr locker. Für den Teig verwende ich 170 Gramm weiche Butter, 120 Gramm Puderzucker, etwas Vanilleextrakt, 7 Eigelb, 7 Eiweiß, eine Prise Salz, 120 Gramm normalen Zucker, 150 Gramm Mehl, 10 Gramm gefriergetrocknete Himbeeren und bei Bedarf noch etwas Milch. Beim Rührteig ist jetzt nur wichtig, dass die Zutaten alle zimmerwarm sind, also die Butter und auch die Eier. Gebe ich zuerst die Butter in die Rührschüssel. Da kommt der Puderzucker dazu. Und etwas Vanilleextrakt. Und jetzt kann ich die Zutaten hier für einige Minuten cremig verrühren und werde in der Zwischenzeit in der zweiten Schüssel das Eiweiß mit dem Salz steif schlagen und dann den Zucker ganz langsam dazugeben. Der Eischnee ist fest, wenn ihr die Schüssel über Kopf stellt und nichts heruntertropft. Jetzt gebe ich zur weißcremigen Buttermasse noch langsam die Eigelbe mit dazu, immer ein Ei nach dem anderen. Den Rest erledige ich jetzt mit dem Schneebesen. Ich kann jetzt nämlich einfach das Mehl nehmen. Das habe ich vorher gesiebt und das könnt ihr kurz unterheben. Gemeinsam mit einem Schlückchen Milch. Und die Milch, die darf auch nicht kalt sein, auch schön zimmerwarm. Und jetzt gebe ich noch nach und nach den Eischnee dazu. Und bei der klassischen Rührmasse braucht man auch gar kein Backpulver, denn die Luftigkeit, die kommt einmal durch die Butter und einmal durch den Eischnee. Und ich gebe jetzt hier noch die gefriergetrockneten Himbeeren dazu. Die sind etwas anders als gefrorene Himbeeren, denn die haben einfach keine Feuchtigkeit mehr drinnen und das heißt, der Teig, der nässt dann auch nicht. Und gefriergetrocknete Früchte bekommt man echt nur ganz schwer, aber man kann in die Babyabteilung gehen. Da kaufe ich zum Beispiel auch gerne gefriergetrocknete Sachen für Ella und Samira. Und da gibt es auch eine ganz große Auswahl und die könnt ihr eben auch benutzen. Und jetzt fülle ich den Teig in 2 Backformen ein mit 20 cm Durchmesser, damit die Torte schön hoch wird. Ansonsten reicht sie für eine Torte mit 24 cm Durchmesser. Und dann einfach verstreichen und backen. Und die Backzeit kann ich jetzt nutzen, um schon mal die Creme vorzubereiten. Zuerst stelle ich jetzt die weiße Ganache her. Die brauche ich nämlich zum Isolieren der Himbeercreme und natürlich auch zum Bestreichen der Torte als Unterlage für den Fondant. Für die Ganache nehme ich jetzt etwas Sahne und lasse sie aufkochen. Da rühre ich dann noch die weiße Schokolade ein und rühre so lange, bis eine geschmeidige Masse entsteht. Die Ganache muss dann abkühlen, einen Teil lasse ich jetzt über Nacht bei Raumtemperatur stehen und einen Teil habe ich jetzt im Kühlschrank, die brauche ich nämlich gleich. Jetzt mache ich die Himbeercreme. Ich nehme dafür tiefgefrorene Himbeeren, die habe ich jetzt bereits auftauen lassen und lasse sie jetzt so lange in einem Topf einkochen, bis die Flüssigkeit fast komplett verdunstet ist. Das Himbeerpüree streiche ich jetzt noch durch ein Haarsieb, sodass ich einfach keine Kerne mehr drinnen habe. Ich habe jetzt eine größere Menge Fruchtpüree gemacht, einen Teil davon verwende ich jetzt für meine Creme und den Rest friere ich einfach ein, so habe ich beim nächsten Mal auch wieder die Himbeercreme. Ich zeige euch jetzt noch die übrigen Zutaten für die Himbeercreme. Statt Himbeeren könnt ihr natürlich auch zum Beispiel Erdbeeren verwenden. Für die Himbeercreme verwende ich 150 Gramm vom Himbeerpüree, 400 Gramm Sahne, 300 Gramm Frischkäse in Doppelrahmstufe,
100 Gramm Puderzucker und etwas Sanapart. Das Ganze könnt ihr jetzt in einer Schüssel zubereiten. Also Himbeerpüree hier rein. Das muss natürlich ganz kalt jetzt schon sein, damit die Sahne nicht gerinnt. Dann der Frischkäse dazu. Da nehme ich immer einen Frischkäse in Doppelrahmstufe. Die Sahne dazu gießen. Und jetzt rühre ich die Zutaten schon mal durch, damit alles schön verbunden ist. Gebe dann noch Sanapart mit rein und schlage die Creme steif. Die müsst ihr nachmachen. Richtig lecker. Die Creme stelle ich jetzt kurz in den Kühlschrank, hole meine zwei Tortenböden raus. Die habe ich jetzt einfach bei Raumtemperatur kurz abkühlen lassen, dann aus der Form herausgelöst und auf Abkühlgitter gesetzt und so dann nochmal für etwa eine halbe Stunde ins Gefrierfach gestellt. So kann ich es jetzt nämlich besser durchschneiden. Jetzt kann die Torte schon befüllt werden mit der Ganache. Die habe ich jetzt in den Spritzbeutel mit einer großen Lochtülle gefüllt. Mache ich jetzt eine Isolierung außenrum, also ich spritze hier einen Rand. Und der schützt dann den Fondant vor der Himbeercreme. Denn die Himbeercreme hat einfach zu viel Feuchtigkeit und würde den Fondant auflösen. Und damit ich die Torte gleich besser füllen kann und sie stabiler wird, setze ich einfach den Tortenring außenrum, ziehe ihn fest. Dann könnt ihr nämlich auch mit der Creme direkt bis an den Rand gehen. Und hier kommt jetzt die Himbeercreme rein. Und auf diese Weise fülle ich jetzt die gesamte Torte. So, die Creme hat perfekt reingepasst. Jetzt noch der Deckel. Und ihr seht, jetzt habe ich einen richtig schönen geraden Abschluss. Ich kann jetzt noch einen Tortenretter drauf geben. Dann wird die Torte schon mal schön gerade von den Seiten und von oben. So stelle ich sie jetzt für 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank. Ich mache es jetzt einfach über Nacht und morgen wird dekoriert. Da freut sich die Mama. Jetzt ist die Torte schön kühl und ich kann sie aus der Form herauslösen und dann mit der Ganache schön glatt streichen. Ich muss sagen, ich mache da gar nicht mit heißem Wasser rum, sondern ich nehme einfach den Bunsenbrenner. So geht es nämlich viel schneller heiß. Muss man nur aufpassen, hier beim Griff nicht. Und dann kann man es schön rauslösen. Karamellisierte Ganache. Jetzt nehme ich die restliche Ganache und die streiche ich jetzt einmal an den Rand und an die Oberfläche, sodass die Torte schön glatt wird. Die trage ich am Rand immer gern großzügig auf und dann ziehe ich es gleich mit der Karte ab, so bekommt man gleich einen schönen glatten Rand. Jetzt streiche ich etwas Ganache auf die Oberfläche. Da lege ich jetzt ein Cakeboard drauf und es hat den gleichen Durchmesser wie die Torte. Einfach upside down, also die Torte kurz stürzen. Den Rand nochmal schön glatt abziehen und es geht jetzt auch besser, weil ich ja das Cakeboard drunter habe und praktisch am Cakeboard entlang diese Palette wegziehen kann. Und jetzt noch die Oberfläche glatt streichen. Die Torte stelle ich jetzt kurz kühlen, lasse sie fest werden und dann kommt noch das Finish, dass ich hier noch die Lücken ausfülle und dann komplett glatt streiche. Die restliche Ganache habe ich jetzt hier noch. Und eigentlich wollte ich ja die Torte mit Fondant überziehen, aber ich habe eine Umfrage auf Instagram gemacht und 80% haben für Nein gestimmt. Mach eine Torte ohne Fondant.
Also kremple ich jetzt mal den Plan um und mache jetzt eine ohne. Ich nehme jetzt hier die restliche Ganache, die habe ich nochmal erhitzt in der Mikrowelle. Geht aber auch im warmen Wasserbad. Jetzt ist sie wieder schön streichfähig. Und wenn sie mal ein bisschen gerinnt oder wenn sie so ein bisschen fettig aussieht, gebt einfach nochmal heiße Sahne dazu. So habe ich es eben auch gemacht. Ein Schlückchen mit rein und dann verbindet sich alles gut. Jetzt nehme ich ein bisschen Lebensmittelfarbpaste. Dann nehme ich jetzt eine, die sehr ergiebig ist. Ihr könnt natürlich auch die von Dekobag nehmen. Die sind auch super. Aber ich brauche jetzt so ein schönes, dunkles, bäriges Rot. Deswegen nehme ich jetzt die hier. Und jetzt verrühren. Und jetzt nehme ich die Ganache, die wird jetzt gleich an der Torte schön fest. Daher ist es okay, wenn sie jetzt ein bisschen flüssiger ist, aber ihr könnt sie auch gerne noch ein bisschen abkühlen lassen. Und die streiche ich jetzt nur hier unten an den Rand. So ein bisschen hoch, das dauert jetzt ein bisschen, bis die dann fest wird. Und dann machen wir da so eine schöne Spachteltechnik. Wenn dann die Ganache am Rand ein bisschen fester wird, könnt ihr einfach die Palette nehmen oder auch einen Löffel oder ein Brotmesser zum Beispiel und könnt es einfach in eine Richtung am besten so hochziehen. So wie ihr das Muster eben haben wollt. Da könnt man auch zum Beispiel die Farben mischen, hell und dunkel mischen, was euch besser gefällt. Jetzt setze ich die Torte kurz um auf meine Platte. Hier oben kommen jetzt ganz viele bunte Früchte drauf. Ich habe hier schon Erdbeeren, Blaubeeren, Himbeeren und Brombeeren. Aber ich schreibe natürlich auch noch was zum Muttertag drauf. Und jetzt nehme ich einfach einen Tortenring, einen Backring. Den stelle ich jetzt ein bisschen kleiner. Ein Teller wird aber auch gehen. Ich will jetzt einfach einen Kreis markieren, dass ich eben weiß, bis wohin ich ungefähr schreiben kann. Etwas so. Ganz leicht nur markieren. Ich sehe hier ein bisschen die Markierung. Und jetzt nehme ich eine Zuckerschrift, die wähle ich jetzt in schwarz. Ihr könnt aber auch eine andere Farbe nehmen. Die muss man vorher gut durchkneten und eine Spitze wegschneiden. Und dann kann man damit auf Fondant oder eben auch auf Ganache und Cremes schreiben. Und die Erdbeeren, die schneide ich gerne auf mit Grün. Da sehen sie nämlich hübscher aus. Und jetzt einfach schön die Früchte und gerne zum Beispiel auch Blumen. Wo habe ich die? Anrichten. Ja, hat richtig gehört. Ich habe Blumen gekriegt vom Murat, aber nur für die Deko. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr die Früchte auch gerne mit etwas Ganache dann ankleben. So sieht die Torte jetzt angeschnitten aus und ich muss sagen, sie gefällt mir richtig gut. Der Murat ist gerade, okay, ich sag's euch, wie es ist. Er macht gerade Mittagsschlaf. Er hat verpasst, wie ich die Torte angeschnitten habe. Also probiere ich sie. Ja, er macht Mittagsschlaf. Ich probiere. Pech gehabt. Sehr, sehr lecker. Die Creme ist vor allem ein richtiger Hit. Richtig schön die Himbeernote, sag mal der Himbeernote, der Himbeergeschmack. Ich habe es mit Frischkäse gemacht, das ist mein Favorit. Jetzt schreiben bestimmt einige wieder drunter, nee, ich möchte keinen Frischkäse, ich nehme gern was anderes. Ihr könnt natürlich auch Mascarpone oder Quark zum Beispiel nehmen, aber mit Frischkäse, das ist schon so mein Favorit. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, die Torte genau so nachzumachen, wie sie im Rezept steht. Die weiße Schokolade passt nämlich auch perfekt dazu. Ich wünsche euch und euren Mamas einen wunderschönen Muttertag, falls ihr die Torte nachmacht. Dann postet sie auf Instagram oder Facebook, damit ich sie mir auch anschauen kann. Also viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Oh, jetzt noch die Früchte dazu. Die müsst ihr probieren, komm. Probiert mal. Gut?
Super. Mhm. Wollt ihr alle ein Stück mitnehmen? Ja. Wer isst die ganzen Torten immer? Wir. Tschüss. Was? Samira wird schon 8? Ja, die wird im November 8. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. War doch eben noch 4. Mhm. So klein? Mhm. Jetzt fährt sie bald im Auto rum, macht Führerschein, Abitur, geht studieren. Ich geh mich vergraben. Ihr seid gemein. Und jetzt? Ja, ich komme wieder. Ich schneide die Torte gleich an. Das dauert ja noch. Nur der Murat wird nicht erwachsen.